und herzlich willkommen bei der Koop-Saison hier auf dem Casasly Channel. Wir sind mittlerweile bereits bei Runde 13 angelangt, US und Amerika. Wir sind letzte Runde in Singapur gefahren, was natürlich für beide von uns grandios geändert hat. Super Rennen. Also ich meine, was willst du machen? Ist ein bisschen, ja, ich würde sagen, Racing-Incident von meiner Seite her. Boah, ich würde festhalten, dass du schuld warst, nicht ich. Weißt du, du bist noch fair, oder? Du bist noch nett. So gut. Du hättest halt einfach so in den Rückspiegel schauen. Tote Winkel, Schulterblick, oder? Bist du, ich war in einem linken Räder auf der fucking Curb, in einer Linkskurve. Gut. Also, wir gehen weiter nach US und Amerika. Mein Auto ist immer noch drittlängsamst und ich verstehe nicht wieso, obwohl ich die ganze Zeit Upgrades reinfetze und ich habe nicht mehr noch einen neuen Motor, den ich bis am Ende der Saison drin haben könnte. Ich würde behaupten, that is a deal done. It's my season. Also bei mir noch, so by the way, wegen Motor, ich bin jetzt auch schon kurz reingewechselt. Also bei mir sieht es jetzt eigentlich noch für das Rennen okay aus, aber wird wahrscheinlich für das nächste Rennen nochmal etwas müssen wechseln. Und zwar sicher MGUK und eventuell noch der Turbocharger. Und der ist schon Stufe 3, also schon die letzte Stufe eigentlich. Ja, eventuell muss ich da dann mal noch eine Strafe in Kauf nehmen, sicher beim letzten Rennen. Aber das wäre ja dann eh Cheddar, von dem her wäre das nicht so schlimm. Das kommt schon gut. Also, dann würde ich sagen, hoppen wir mal ins Training rein. Wir sehen uns dann wieder im Qualifying. Let's go! Let's go! Powertrain und Durability wird alles zurückgesetzt. Das ist ziemlich scheiße, weil ich am meisten in Powertrain investiert habe. Natürlich. Und ich dort am stärksten war. Bei mir sind es mal 5. Komponenten beim Motor und Strapazierfähigkeit ist bei mir eben eigentlich nicht so schlecht. Aber. Da habe ich gar nichts. Okay. Ja, zwar. No parts. Okay. Easy. Bei mir ist nur ein Motor eigentlich. Also ist okay bei mir. Was ist Durability? Es ist nicht. Nein, also wenn irgendetwas verändert werden muss, habe ich es nicht entwickelt. Was? Du Glücksbütz. Du Glücksbütz. Nein, bei mir ist es wirklich fast. Also Motor ist eigentlich alles, was ich gemacht habe, ist futsch. Scheiße. Kann ich alles nochmal machen. Mann. Oh Mann. Okay, gut. Wir sehen uns im Qualifying. Hallo und herzlich willkommen zurück im Qualifying. Wir haben ein erfolgreiches Training absolviert gerade. Was ist P15-16? Ja, also wir sind 200 voneinander gewesen. Ja. Also wirklich close beieinander, aber es ist tricky. Bei mir ist es so, ich bin mit dem Setup hure wohl, aber fahre hure langsam. Und bei dir ist es nicht so wohl. Fühl mich mit dem Setup langsam. Wohl, aber bist schnell. Nein, das ist nicht das, was du gesagt hast. Nein, keine Ahnung. Also der Karre, den ich habe, fühlt sich einfach extrem anders an. Also jeder Kurve rutscht vorne raus. Ich habe es jetzt noch extra mit dem Gabus im Setup probiert, aber es war auch nicht gerade besser gewesen. Ich fahre jetzt wieder mit dem Setup, das ich vorher hatte. Das Ding ready, ist halt eben, es regnet jetzt im Qualifying. Darum wird es jetzt eh schwierig werden, wirklich eine gute Referenz zu haben, ob das Setup gut ist oder nicht. Ja, das ist eigentlich richtig beschissen für mich. Oh mein Gott, wie ich den gesaved habe. Boah, die Hairpins in der Bremse. Oh nein! Nein! Ich bin auf dem Curb weggerutscht. Nein! Immer noch 9 Zettel, what? Ich habe schnellst den Mittelsektor gehabt. Wow! Zählt die Runde noch? Ja. Okay. Weil ich nicht zu fest beschleunigt habe. Zum Glück. 18, du? P14, yes! Yes! Yeah, nice, Alter! Vor dem Reikönnen, Alter! Gute Runde, nice. Gute Runde, Mann. Das hat Spass gemacht. Aber dort, ich hab gemerkt, der Trackli mit der kickt jetzt. Ja, das ist. Ey. Ich hab gewusst, wenn du aber ab dem Gas drauf gehst, dann nachher tut es das zählen, weil es das Gefühl hat, du hast die irgendwie gespinnt oder so. Let's
Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Moving on to the rest of the grid, we have Sainz, Norris, Charles Leclerc and Ricciardo, Gasly, Hamilton, Fernando Alonso and Max Verstappen, Tsunoda, Vettel, Lance Stroll and Raikkonen, Russell, Latifi, Shepherd and Mick Schumacher, Mazepin and the captain. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Gut, Hamilton hat sicher Grid-Penalty bekommen. Ja, Verstappen auch, ja. Ich fahre auf Softs los, weil ich gehe wirklich, ich gehe mit Brechstangen drin in das Rennen. Sechs. Ja, ich mache auch mit Softs. Ich kann mit KC jetzt. DNF. Direkt, ja. Naja, aber wenn ich einen guten Start habe, es kommt jetzt darauf an, wenn ich starte, wenn ich merke, ich habe einen guten Start gehabt, dann gehe ich voll drin ein. Weil am Anfang ist KI noch schwach. Ja, einfach immer Schiss mit voll drin gehen. Also hier. Ich bin froh, bin ich auf der rechten Seite. Sagen ja, so. Eben da könnte mir jetzt zum Verhängnis werden, weil ich links starte. Das könnte mir eben zum Verhängnis werden, weil wenn ich einen guten Start habe, weil ich kenne mich jetzt schon, ziehe ich links rein. Und du hast immer bessere Starts bis jetzt als ich. Ja, vergiss den Frontflügel dann nicht, gell? Ebenfalls. Vielleicht nicht mit rein zum Ersatz. Nein, ich meine Dings zum Einstellen, der Frontflügel. Fuck. Das war es jetzt. Das vergessen. Okay, schlechter Start gehabt. Ich auch. Ah, okay. Und schon Motorabnutzung bekommen. Boah, ich muss ausweichen. Oh mein Gott, ich auch. Drei illegale Ja, ich auch. Jetzt ist gut. Gut, wieder zurück auf P18 sogar. Sehr schön. Und die, das sind da schon Türrasen. Ich habe Massenpin überholt, ich bin hinter dir. Okay. Boah, wow, geht draussen rum. Ah, das war ein nice Manöver. Weil ich den Platz gelassen habe. Da, was machst du, Alter? Drücke mich durch schnell, ich ja, habe einfach Brechstangen. Das ist wirklich Brechstangen, jetzt hat man gerade den Platz auf für einen. Ich kann einschenken, aber auch nie etwas, also schenke ich auch nichts. Ist so. Ja, Russell sollte ich gerade holen können. Oh shit, der ist aber schneller, Russell. Ah, die wird langsamer. Okay, ich mache mal ERS raus wieder. Wie hat er dich noch auch noch versucht zu überholen, während wir mich überholen? Nein, er hat es auf dich gedeckt. Es hat ausgesehen, dass wir beide so versuchen. Hätte er noch nicht mehr mit dem Bremspedal gespielt, dann hätte er dich auch holen können. Wow, das ist... Oh, Schumacher! Ja, Schumacher ist gut. Oh, der Schumacher hat mich! Wow, da hätte ich jetzt abbremsen, sonst wäre das... in Tränen geendet. Ja, wow. Ich habe aussen rum Räikkönen und Schumacher überholt. Oh mein Gott, Alter, was für ein Porno-Manöver. Holy shit. Ich habe jetzt einfach zwei Verwarnungen bekommen, weil ich den Mick gedutscht habe, beziehungsweise weil er mich auch gedutscht hat. Damn. Wow, musst du viel früher bremsen als ich. Holy shit. Das mache ich nicht. Singapur? Ja, das mache ich nicht. Ich habe Vietnam-Flashbacks. Aber wir haben schon hure Gap, Alter, Mann. Wir sind da voll im Pack hinten gelandet. Ja, gut, wir haben da... Oh nein, MGUK geht an den Arsch. Hast du zu viel bessere Traction als ich? Soll das? Ja, gut, ich habe viel Schwung gehabt, gell? Ja. 61. Also, bist mir nicht böse, aber da habe ich gefühlt. Ja, das ist bist mir nicht böse, aber das war mein Plan. Wow, okay, aber das habe ich nicht erwartet. Hast du jetzt das gesehen? Das habe ich gesehen, ja, du bist gerade schon da. Du bist gerade schon abgekommen. Russland? Du fliegst gerne, ja. Ja, also es ist komisch, dass er mir jetzt plötzlich so... Zuerst sagt er so, ja, es ist abgenützt.
Und es sagt es aus dem Nichts raus. Ja, es ist, sieht schon recht schlimm aus. Alter. Schon wieder, es ist einfach so hure langsam über. Ja. Da rammst du mich einfach weg, so gefühlt. Ja, genau. Alter! That's racing, boy. That's racing. Das war jetzt geil, Alter. Das war jetzt ganz geil. Das war wirklich nice, ja. Oh! Ja. Alter! Ich hab draussen... Nein! Okay? Ja, Alter, du hast aber auch Huren abgebraucht und hast einfach das Loch überst zutun, Mann. Ich hatte keine Chance. Was zutun? Du warst draussen gewesen. Ich habe draussen gegeben. Hast du noch reingehen? Ich wollte reinziehen und du bist dann einfach so extrem langsam gewesen. Ich hab so viel Speed gehabt, ich bin dahin reingefahren und dann wegen dem Traktion verloren. Wow! Wow! Raikkonen ist in mich reingefahren, weil ich musste stoppen wegen der Dings, wegen der Delta. Also stoppen, langsamer werden. Ah, du bist stoppen, aber ja. Tante Scheiße. Oh Mann, Alter, ey. Schade. Ja, aber ich habe draussen gegeben. Dann gehen wir doch rein. Sehr schön. Du musst die Frontflügel wechseln, gell? Ich bin draussen bei dir, Nef. Ganz draussen? Ja. Was? Ich habe mich ja weggedreht und bin in die Wand reingeflogen. Nein, weg. Ich habe gemerkt, dass... Nein, holy shit. Alter, das ist so behindert hier. Dann einen engen Korn. Ja, schön aus der Kurve raus wieder. Und direkt in 3 Sekunden. Für das, Alter. Willst du mich verarschen, Mann? Alter. Ah, jetzt wird es so lustig werden. Jetzt bin ich auch gespannt, was so passiert, ey. Oh, so gut, Mann. Boah, Dirty Air des Todes, Alter. Beim Sliden. Ja gut, das ist aber auch Hearts geschuldet. Alle, die hinter dir fahren Mediums. Ja. Aber ich habe schlechte Entscheidung. Ich habe mal die Reifen durchgegeben von diesen Leuten, die da gern fahren. Details. Da. Also Bottas, Vettel, Tsunoda, Raikkonen, die sind safe noch nicht geboxen, weil die sind in Lap 6 mit Softs. Mhm. Und ab dem Sainz her bis zum Mitkinder fahren eigentlich alle auf Mediums bis auf du, bis auf Hearts. Fuck, Alter. Scheiße. Dann kann ich nur gegen Andy vor Rennen hoffen, dass die wenigstens ein bisschen mehr Drop-Off haben als ich. Ja. Ja, du holst jetzt einmal gerade auf, du bist jetzt mittlerweile bei 6,5 Zettel, also du wirst wahrscheinlich ja, wirst du DRS bekommen. Und Raikkonen in den Pits. Ah ja, es sind alle Box gegangen. Wie viele sind es? In den Pits? Das sind alle, bis zum Sainz, also 6 Leute sollte es glaube ich sein. Okay, 10 Plätze für Punkte. Nehmen wir uns gerade den ersten. Bisschen frech. 11. Ah. Ja. Ah, das war zu aggressiv. Fuck, Alter, das kostet mir zu viel Zeit. Ah, jetzt gut durch den Tests durchgekommen, jetzt verlierst du aber gerade ein bisschen. Nein, jetzt gewinnst du wieder. How? Du bist schneller. Wie verbremst. Ja, jetzt hast du gerade einen Zettel verloren. 2 Zettel. Oh no. Jetzt hast du Bottas im Heck. Ja. Mit frischer Reifen, ja, der hat Mediums. Bottas wird dir jetzt Leben gerade zusammen machen, weil der wird jetzt dich angreifen. Ja, wegen dem müsste mir eben noch so wichtig sein, dass ich den Huren Russell holen. Jetzt habe ich genug Speed. Dann habe ich grusig verteidigt. Wow! Hat er Berührung gegeben? Mhm. So, der nächste rausgekommen kann. Oh, Achtung, ist er Ja, ja, ich sehe es. Alter, aber der Russell fährt ja huren zackig, also zackige Linie. Also immer so huren Schlenker macht die ganze Zeit. So. Halt ist der Bottas huren auf, also wenn Bottas sein Rennen ist. Ist die Rennen wegen mir. Ja. Aktuell ist der Norris erst, der hat den Sainz auf der Backstreet überholt. Oh, das ist meine zweite Penalty, fuck. Ah, scheisse. Bist du sicher, dass wir das noch nicht drinnen kamen vorher? Keine Ahnung, Alter, mittlerweile bin ich auch ein bisschen am Zweifeln.
Perez ist dritter. Ah, die Penalties machen wir so zur Sau, Alter. Wenn Alter, der Tsunoda hat jetzt gerade den Sepp und den Schmick überall. Der Schmick und der Mumacher. Ja. Aber der Vettel hat jetzt auch noch den Mick überall. Und der Bottas ist am Russell vorbei. Alter, wie der. Oh mein Gott, der Bottas, wie schnell der ist! Oh mein Holy Gott, shit, Alter, der klebt mir am Arsch! Wie schnell der DS ist! Holy shit! Oh, ich bin ums Leiden. Der Russell ist jetzt wieder hinter dem Bottas. Jetzt machen wir etwas. Komm, los. Oh. Scheiße, er hat sich gerade verkohlt. Ich glaube, ich habe kein DRS. Oh, bitte nicht. Ah, ich habe es bekommen. Ah, gut. Aber du, jetzt hast du Russell. Russell ist der Bottas vorbei. Jetzt ist aber der Bottas wieder vorbei. Alter, das wird richtig nasty. Die haben so ein Head-to-Head-Race. Ah, der Russell hat DRS und der Bottas nicht. Ja, Mann. Aber der Russell ist vorbei. Oh, was? Nice, Alter. Nice, ja, geil. Jawoll, ja, Alter. Okay, wie habe ich das geholt, Alter? Richtig hot. Das ist voll der Arsch. Ich muss einfach wieder am Russell vorbei, weil seine Reifen werden so. Der wäre das Rennen am Gewinnen gewesen, das sehe ich. Ja, aber gut, er ist natürlich halt wegen Safety Car hat er schon verloren. Ja, ja. Weil er dort nicht reingekommen ist. Aber jetzt hockt er natürlich wieder hinter einem Russell-West und oh mein Gott, wie der hinten in meinem Heck hockt. Ey. So krass, aber jetzt geht er vorbei. Ja, wenn er mit McLean überhaupt, ist gut. Nein, das ist jetzt gerade vorbei. Oh, er geht schon rein, oder? Möglichst zu wenig Zeitverlust, weil dann kann ich nämlich hier noch schön Slipstreamen bei ihm. Und dann kann ich ihn nochmal holen. Ja, meinst du? Hast du genug Leistung? Nein, ist nicht geworden. Bessere Traktion rausgekommen. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Geil, Alter. Oh, das ist richtig geil zu zuschauen gerade. Bottas hat jetzt sicher auch ein oder zwei Schweißperlen verloren. Definitiv, Alter. Der hat irgendeinen Flatter. Virtuelle Schweißperlen. Aber schau, wie das davor zieht. Das war. Jetzt kommen nicht mal DRS über wahrscheinlich. 9, 7, mal bist du. Ja, ganz ja, knapp. Wenn knapp, ganz lang. Knapp. Ja, sehr lang. Ganz knapp, aber es ist im Fall. Es ist 0,998 oder so im Fall. Holy shit. Ja, das war's. Das wird P. Was? Wie viel geht zurück mit den 6 Sekunden? Oh! Mit 6 Sekunden? Aha. Ich würde an deiner Stelle gerade retiren, Alter. Nein. Du droppst. 9 Sekunden. Okay. Also, du hast. Warte mal. Also, du hast. 9 Sekunden. Du wirst etwa P17, du wirst wahrscheinlich hinter der Reihe können noch droppen. Ja, verdammte Scheiße. Jetzt hast du wieder fucking Track Limits. Können wir das nachher wieder rausnehmen? Das ist so behindert. Ein Kollege von mir hat letztens ein Meme postet, Ferrari ist red, Haas ist white und nachher das Foto vom Toto, wo er so in die Kamera rein zeigt. So. No, Michael, no, this was so not right. No, Michael, no. Michael, I just sent you an email. Did you get that? Fuck. Ich bin nicht mehr konzentriert. Toto lenkt mich ab. Oh, ich liebe den Toto. Ey. Das ist schon ein geiles Sieg irgendwie. Aber er ist auch irgendwie so Arsch, aber irgendwie so ein geiles Sieg. Ja, das ist. Wenn du so erfolgreich bist, machst du halt zum Teil einfach Entscheidungen und Aussagen, die dich unsympathisch machen. Das ist normal. Ja, aber das ist bei jedem so. Dass sie nicht allen recht machen. Nein, definitiv nicht. Ich habe noch einen Donut. So, und du droppst auf. Ja, ich glaube, es war P16 oder 17 gewesen. Ich bin mir ganz sicher, 17 bist du. Schade. Motortechnisch bin ich das zweitstärkste Team. Was? Ja, ich wurde aufgeholt. Ja, keine Ahnung. Das ist gerade gesehen. Einfach, ich mache jetzt nur noch Sachen, die ich noch bis vor dem Brasilianischen wird bekommen. Ja. Ja gut, dann würde ich mal sagen, was es war mit dieser Folge, oder? Von F1 2021. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in Mexiko. Und
gegeben. Mexiko. Mexiko. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn auch, würdet das Video teilen. Da geht meine Stimme weg. Und ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, wieder in Mexiko. Und bis dahin wünschen wir euch ein ganz schönes Tag noch. Macht's gut und ciao! Man hätte nicht gehört, Gabo, wenn du uns gesagt hast. Du bist wieder zu weit weg vom Mikrofon gegangen, wahrscheinlich. Und die Scheiße.